Wir zocken das aktuelle Grid. Und jetzt zocken wir auch mal das erste Grid, weil ich mir überlegt habe, hey, ist das erste Grid, warum wird Hauptmenü so komisch geschrieben? Ist das erste Grid wirklich so geil, wie man es in Erinnerung hat? Ist das neue Grid wirklich schlechter als das damalige Grid? Was ist da genau los? Und deswegen gucken wir es uns mal an. Und ja, schau mal, keine Ahnung, ob das damalige Grid denn wirklich so gut war und ob ich einfach nur das Neue als schlechter empfinde oder ob das Neue vielleicht doch besser ist, aber einfach nur die Erinnerung so ein bisschen trügt. Gucken wir mal. Ja, das ist die Minimap, die sich als Heiligenschein hinter mir verdeckt. Sieht sehr geil aus. Alter, das ist schon laut. Ich hab's ein Ticken leiser gedreht für euch mal. Okay, die Strecke kennen wir auch beim neuen Grid. Du fährst ihn weiter. Mit 8,5 Litern erzeugt der V10 unter der Haube 500 Pferdestärken. Nicht gerade eine Apothekerwaage. Das Handling war auch schon relativ drifty hier. Ja, moin. Okay, David. Bleib an den Steigungen sauber und bau keinen Mist. Die nächste Kurve ist tückisch. Steig früh und kräftig genug auf die Bremsen. Ja moin, Alter. Wie beschädigt ist das Auto denn bitte? Pass bei diesen Unebenheiten auf. eBay. Hashtag Product Placement. Nicht von mir, sondern vom Spiel. Okay, David. Geh die nächste Kurve langsamer. Sie ist für Anfänger tödlich. Boah, bin kein Anfänger. Also das Auto ist schon schwerfällig, immer noch. Also, oder damals. Damals war es auch schon schwerfällig, das Auto. Aber das Ding ist, trotzdem seht ihr ja, dass ich relativ gut das Auto wieder gefangen kriege. Einheit auf metrisch gestellt, habe ich oder soll ich? Ach Moment, am Anfang fährst du selbst für Raven West. Skandal! Ich guck gleich mal. Ich stelle auch den Namen um. Die Station in San Francisco hat dir die Anfängerlizenz für alle drei Regionen verschafft. Das ist ein guter Anfang. Doch die weiteren Lizenzen sind schwieriger. Und erst mit denen verdient man richtiges Geld. Verdiene dir weitere Lizenzen, indem du deinen Ruf aufpolierst. Here comes the money. David, ich bin dein neuer Manager. Ich erledige für dich das Finanzielle. Du musst dich nur um deine Rennen kümmern. Die Werkstatt ist nicht sehr luxuriös. Sie wird aber für dich wie ein zweites Zuhause sein. Ich bin gerade an einem tollen Schnäppchen dran. Der Wagen muss aber noch etwas überholt werden, bevor er rennbereit ist. Wir brauchen ca. 40.000 Euro. Du wirst also zunächst einmal für andere Teams fahren. Wenn du ein paar Rennen erfolgreich bestritten hast, kannst du mit dem gewonnenen Geld ein eigenes Team gründen. Ich habe viel in dich investiert. Enttäusch mich bitte nicht. Durch die Arbeit für andere Teams kommt man fix zu etwas Geld. Es gibt einen Festbetrag pro Rennen, sowie Boni, wenn du besser als erwartet bist. Leider bringt dir das für deinen Ruf weit weniger, als für das eigene Team zu fahren. Notwendige Summe 60.000? Ich dachte 40.000? Okay, aber passt schon. Ich gehe mal ins Hauptmenü.
dass die keine Ü-Pünktchen in dieser Font haben, irritiert ein bisschen. Kann man irgendwie die Sprecherin... Ah ja, Sprachlautstärke kann man hochdrehen. Ich mach mal die Sprachlautstärke hoch, weil... Das ist, glaube ich, in den meisten Abstimmungen, Soundabstimmungen, viel zu leise. Genau, außerdem machen wir in den Optionen ganz kurz mal aus Dave Dave. Dave Gaming! Ehre! Da ist er. So, und genau, metrisches System einfügen. Wo macht man das? Skalen, Tempoeinheit, km/h. Jo, danke. War noch auf Meilen. Ich glaube, es müssten dann die Standardeinstellungen sein. Weil von mir aus tue ich nichts auf Meilen. So, jetzt fahren wir vielleicht mal die BTCC-Autos, weil ich fand die ja richtig geil. Auf diesem Bildschirm kannst du den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Wettkämpfe sehen. Von ihm hängt ab, wie sehr du dein Ansehen steigern kannst. Okay, Neustarts sind nicht möglich. Und Zeitsprünge sind deaktiviert. Gut, ich mach mich mal jetzt nicht die ganze Zeit lustig über die fehlenden Dingensbummens da. Die fehlenden Ü- und Ö-Pünktchen und Ä-Pünktchen. Grip-Kontrolle aus, manuell, jawohl. Und Schwierigkeitsgrad machen wir mal. Erfahren war gerade relativ easy. Machen wir mal Profi. Profi-Modus mache ich auch mal rein. Finde ich, glaube ich, gut, weil neu starten ist ein bisschen. Ja, man hat ja die, Rückspulfunktion noch. Und zur Not kann ich die verwenden. Heute arbeiten wir für Hudson Tech. Das Team erwartet einen der ersten 5 Ränge. Natürlich gegen Bonus. Mit einem Platz unter den ersten 5 erreichst du in diesem Rennen das Prämienziel. Okay, Top 5 also. Pass auf, vor dir auf der Strecke war ein Unfall. Andy Cook liegt vorn. Boah! Amber Bridge liegt derzeit in Führung. Wer? Andy Cook. Du bist auf Platz 8. Andy Cook klingt so ein bisschen, als könnte es der neue Hauptcharakter aus Breaking Bad sein. Ach du Schreck. Wie? Ich bin mal während des Gameplays ein bisschen ruhiger und wir können ja in den Pausen dann ein bisschen quatschen. Wie geil die sich alle an die Streckenführung halten und ich fahre einfach nur durch. Oh, sorry, Mate. Das war wirklich nicht gewollt. Ey, die haben nur gesagt, die sollen in die Top 5 kommen. Ich soll nicht das Auto heiler lassen. Nur gut versichert. Bitte, innen gibt's ein Schadensmodell. Was? Kein Daverino. Daverino ist aber auch gut. Es ist ein weiterer Fahrer bei einer Kollision aus dem Rennen geflogen. Okay, der Typ hat mich dezent irritiert durch seine Linienwahl. Oh, da ist einer in Schleudern geraten. David Cooper! Oh. Also ich muss sagen, die Kollisionsphysik, die ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer hier. Im neuen Grid ist es ja teilweise so, du fährst ja jemanden hinten drauf und du drehst dich. Weiter so, du führst das Feld an. Geht jetzt nicht unbedingt um
was ist realistischer, sondern was ist angenehmer. Tolle Leistung, du hast es geschafft. Ja, ein super Rennen. Also ich muss sagen, angenehm. Bis jetzt angenehm. Gucken wir uns mal die Wiederholung an. Sind die gut? Ja, vielleicht auch hier ein bisschen zu stark nach Action geschnitten. Ist das realistischer als iRacing? Absolut. Was direkt auffällt, ist, ich komme ja gleich auf die Fahrphysik zu sprechen. Was direkt auffällt, ist halt, ich finde die Präsentation hier ein bisschen klarer. Beim neuen Grid hast du halt sowas wie ein Logo, wo halt steht, Rennen des Tages beendet oder so. Und dann musst du draufgehen und dann siehst du, okay, da kriegst du 1100 Credits für. Hier hast du halt deine 7500 Euro mit einem Strich drin. Und dann kriegst du halt 6000, weil du die Veranstaltung beendet hast, 1500, weil du die mindestens die fünfte Position hast. Ich finde, das ist halt hier super clean gehalten im Menü direkt. Du erkennst halt direkt wieder, was ist und... Gut gemacht, David. Gut gefahren. Das Geld hast du dir verdient. Guck, und hier siehst du, keine Rückblenden verwendet, 4500 gibt es aber dafür Bonus. Cool. Und unabhängig davon muss ich sagen, ja, die Fahrphysik ist deutlich angenehmer. Also, das ist also einer der Kernpunkte. Die Fahrphysik ist so viel angenehmer. Bezahlte Werbung. Was? Okay. Also Grid zahlt mir Kohle dafür, dass ich das alte Grid lobe, um das neue damit zu dissen. Okay. Ich gebe zu, das ist so. Nein, Quatsch. Es ist angenehmer. Also ich finde die Fahrphysik hier eigentlich schon direkt schon entspannter, weil du lenkst ein und du drehst und du bist nicht direkt im Rutschen. Oh, Le Mans! Spiker sehe ich da hinten. Bei uns ist das ein Panos, ja, ne? Natürlich ist die Optik auf Seiten des neuen Grids. Und da muss man schon sagen, Grid Autosport zum Beispiel sah deutlich besser aus als das jetzige Grid. Ja, als das Grid, was wir hier spielen. Okay. Ach, ich habe gar keine Rückblenden. Die aggressive KI ist aber auch damals schon nicht cool gewesen. Bis später, Jespe. Ja, Grafikmod fürs Spiel könnte man sich natürlich anschauen. Ich habe es jetzt einfach nur mal auf 4K freigeschaltet, weil das geht regulär nicht. Da muss man sich mit einem externen Tool nochmal behelfen. Schau mal, du kannst halt wirklich ganz entspannt in den Kurven lenken. Und das ist es auch, was ich zum Beispiel an Underground 2 so liebe. Du lenkst halt, vielleicht ist es leicht träge. Bei Underground 2 war es nicht träge. Aber du gehst halt in die Kurven rein. Bisschen kam er jetzt ins Rutschen, aber easy handelbar. Jetzt auch nicht so, als wäre ich jetzt plötzlich tausendmal besserer Fahrer geworden oder so. Ach, das sind die Zeitsprünge. Ah, danke. Das war also mit Zeitsprünge gemeint. Ich dachte, die meinen sowas wie Rennen überspringen. Einer der Fahrer ist in Schleuder geraten. Sieht so aus wie Johnny Kane. Ja, Mann. Johnny Kane. Also die Präsentation, und das ist halt irgendwie ein bisschen traurig, das für ein Spiel von 2019 zu sagen, ist in dem Spiel, was hier jetzt vor uns liegt, in dem Spiel von 2007, schon mal deutlich besser. Und ich gehe jetzt mal komplett ohne emotionale Verklärtheit ran. Weil so hammerkrass geil fand ich Grid 1 auch nicht damals. Und außerdem bin ich durchaus in der Lage zu sagen, Mann, das fandest du damals
geil, aber vielleicht ist es aus heutiger Sicht nicht geil. Das habe ich zum Beispiel bei Crash Bandicoot ganz gut hinbekommen. Dass ich mir gedacht habe, Alter, Crash Bandicoot vor allem Teil 1, ist ja furchtbar. Okay, so optimal komme ich hier auch noch nicht zurecht, aber ich frage mich, ob es ein leichtes Gummiband gibt. Ich meine mich daran zu erinnern, aber vielleicht war das Grid 2, wo ich mich dran erinnert habe. Konnte man mit dem Grid nicht auch ein bisschen die Handbremse mit benutzen? Aber das war nämlich einer meiner Kritikpunkte damals. Aber mal gucken, wenn ich den Abstand auf unter 5 Sekunden reduzieren kann, bin ich natürlich happy. Geht so. Das neue Most Wanted, das hat auf jeden Fall eine schwerfällige Fahrphysik. Das haben fast alle neuen Arcade Racer, auch die neuen Need for Speeds haben das. Die Musik, die ist weird. Also es gibt auch eine GT1 Klasse, okay. Weniger als 5 Sekunden am Ende, also wir sind dann doch irgendwie rangekommen. Auch wenn ich glaube, dass ich trotzdem Ticken langsamer bin als die anderen. So ein leichtes Gummiband wird es auf jeden Fall geben. Bin ich mir sicher. Sonst wäre der Abstand nicht so verhältnismäßig klein gewesen. Immerhin 4500 nochmal nach Hause geholt. 21.000. So, nehmen wir den M3. 320 SI. Ja, was man halt auch sagen muss, ist, das Spiel sieht halt ein bisschen hässlicher aus, als es tatsächlich sein dürfte. Ich meine, klar, die Texturen und so sind ein bisschen alt, aber weil es halt diesen komischen Gelb- oder Orange-Filter hat. Ich bleibe auf Profi. Ich mache aber mal den Profi-Modus aus. Ich weiß, klingt ein bisschen widersprüchlich. Jawohl, Nürburgring können wir auch schon mal üben für spätere iRacing-Rennen. Ab geht's! Hey, der Sound klingt ein bisschen weird. Ja, aber schaut mal, ich kann wenigstens einer Linie folgen. Oh, da habe ich mal einen Schnitzer drin gehabt. Aber so viele Kurven am Stück habe ich den neuen Grid tatsächlich nicht fehlerfrei hinbekommen. Okay, das war nochmal der Test für die Handbremse. Sollte man nicht verwenden. Ich finde das halt spannend. Wie schafft man es, dass man die Fahrphysik so verändert, dass es sich so wenig greifbar anfühlt in einem neuen Spiel? Warte, sind die Reifen da blockiert? Vor allem warum? Ich habe mal DTM Race Driver 3 gespielt. Glaube ich, fand es auch ganz gut. Kam erst nicht damit klar, dass man da kein ABS hatte. War etwas, das ich in Gran Turismo früher immer angehabt habe. Oh. Auf geht's für Team Deutschland!
Hätte ich hier eigentlich auch die Rückblenden abschalten können, aber ja, DTM Race Driver 3 fand ich, glaube ich, auch dann ganz gut. Ich habe die Spiele auch nochmal zu Hause liegen, also wir können das auf jeden Fall nochmal uns genauer anschauen, ob die Spiele nur in guter Erinnerung geblieben sind. Bei den meisten. Oder gut, dann würde ich halt testen, ob sie heutzutage immer noch erstens spielbar und zweitens gut sind. Aber wie gesagt, bei Crash Bandicoot zum Beispiel war es ganz eindeutig, dass man das deutlich besser in Erinnerung hatte, als es letztlich war. Aber wäre es halt spannend zu sehen, wie sich das so bei Race Driver verhält. Oder Test Drive Unlimited. Gut, da war der erste Teil auch besser. Davon müsste ich mich auch nochmal überzeugen. Da habe ich den ersten für PC da, den zweiten aber, glaube ich, nur für die Xbox. Ja, den ersten habe ich auch auf der Xbox, aber der sieht da auch furchtbar aus. Und es war das so mein erster Eindruck, dass du die Grafik dir echt nicht geben kannst und auch die Framerate ist nicht so geil. Der Port war schlecht, ja. Jo, ich werde wie auch in der Vergangenheit auch jetzt darauf achten, immer eine bestmögliche Capture-Möglichkeit zu haben. Okay, ich muss hier nochmal ein bisschen schneller werden. Rewind, rewind. Bei den Rückblenden muss ich sagen, finde ich, bei dem neuen sehr flüssig. Das finde ich zwar auch ganz cool, dass du so drei Kamera-Shots hast, ehe es dann richtig weitergeht, aber bei dem neuen finde ich das echt angenehm, wie flüssig das darüber geht. Bei Flatout war der erste Teil auch der beste. Auch das gilt es nochmal zu untersuchen. Ich habe nur Flatout Ultimate Carnage da. Und das möchte ich auf jeden Fall mal testen. Da habe ich viel Positives von gehört. Burnout als Offroad-Game. Das war doch das erste Spiel mit dieser Funktion. Das kann sehr gut sein, ja. Kam 2007, ich glaube 2009 kam Dirt 2. Ich glaube bei Forza hat es spätestens in Teil 3 Einzug gehalten. Ich weiß aber nicht, ob es in Teil 2 drin war. Ich habe Teil 3 sehr ausführlich gespielt. Rewind, rewind. Oh nee, wie knapp. Wie viel habe ich? Wie viel war es, Leute? Okay, hier hätte man mir ruhig die Zeit mal zeigen können, wobei ich mich dann noch mehr aufgeregt hätte wahrscheinlich. Eieiei. Oh, Formel 3. Vielleicht muss ich die Schwierigkeit doch ein bisschen runterdrehen. Auf Erfahren, aber dafür den Profi-Modus nutzen. Klingt gut, oder? Probieren wir es mal aus. Eine halbe Sekunde oder so. Ja, schade, das ist wirklich knapp. Heute fahren wir für Allen Docking Racing. Sie wollen, dass wir vor Goodyear reinkommen und zahlen dafür einen Bonus. Hm.
Ja, das Unterscheuern hier fand ich damals schon lächerlich. Ja. Ach ja. Es ist erfahren, stimmt. Okay, und hier kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, nicht alles, wo man sich dran zurückerinnert, muss wahr sein. Okay. Einfach mal ohne Probleme drüber gefahren, übers Kies. Guck mal, wie das Ding untersteuert. Du musst halt Gas geben, damit er in die Kurve geht. Vielleicht wollte man damit so Abtrieb simulieren, aber so ganz funktioniert Abtrieb halt so auch nicht. Ja, guck mal, der geht gar nicht in die Kurve. Gar nicht. Alles klar, Junge. Sieht mir nach Totalschaden aus. In so einer Situation hast du drei Möglichkeiten. Erstens, du scheidest aus dem Rennen aus, womit du aber weder deinem Ruf... Ciao, Duck Gamer. ...und du was Gutes tust. Zweitens, du kannst das Rennen nochmal von vorne starten. Drittens, du kannst den letzten Abschnitt nochmal versuchen, ohne einen Unfall zu bauen. Du kannst nicht lenken. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Tweak dahinter gibt, ob du irgendwas machen kannst, damit das funktioniert. Aber ihr habt es gerade gesehen. Ich habe gelenkt. Na gut, das habt ihr vielleicht nicht gesehen, aber da ist nichts passiert. So, Top Secret. Gehen wir nach Japan. Gut, jetzt mache ich mal erfahren und im Profimodus aus. Wir müssen ja nicht direkt Hardcore... Tryhard sein. Irgendwas machst du richtig. Top Secret hat dich angefragt. Wenn du Toyo Team Hurricane schlägst, lassen sie was extra springen. Das ist gut. Ja genau, wir sind gleich auf einfach. Okay, also hier bin ich gerade auch dezent irritiert. Das ist ja auch sehr rutschig. Ich muss halt hier auch sehr vorsichtig auf dem Gas sein. Kann das Auto bitte auch mal geradeaus fahren? Das wäre sehr nett. Vielen Dank. This is Justin. Für den Prime Sub. Merci, mein Lieber. Und, jetzt ist das Ding halt auch kaputt, aber warum geht der nur quer? Oh. Ja gut. Ja, bringt ja nichts. Da darfst nicht Grid fahren, wenn das Auto geradeaus fahren soll. Okay. In den anderen Autos konnten wir auch viel besser geradeaus fahren, aber danke für den Tipp.
Selbst mit der Viper konnte man in den Kurven noch einigermaßen klarkommen. Und dass eine Viper mehr Leistung hat und eigentlich ein bisschen mehr dazu tendiert auszubrechen, das ist, glaube ich, klar. Der Grip 3,5 ungefähr. 3,5 haben wir auch hier wieder. Okay, mal gucken, was mit dem Mustang ist. Also Formel 3 und Nissan war unentspannt. Okay, probieren wir. Was ist da passiert? Autsch. Okay. Muss wahrscheinlich ausgebeult werden, aber sonst ist nichts passiert. Nichts passiert. Das ist die beste Untertreibung aller Zeiten. Da habe ich den Start mal versemmelt. Also komisch. Den Mustang kann ich gerade ausfahren, momentan noch zumindest. Jetzt mal im Ernst, das Auto fährt sich angenehmer als der 350Z. Gute Leistung, du bist jetzt auf Platz 5. Grid war immer ein reines Arcade-Game, das mir keinen Spaß machte. Ja, das kannst du gerne so sehen, aber ich versuche gerade so ein bisschen die Frage zu ergründen, ob Grid 1 anders ist als das Grid 2019. Und bis jetzt kann ich für alles, außer für den Nissan und für den Formelwagen, sagen, ja, es ist anders. Es ist eindeutig anders. Die Autos brechen hier zwar auch aus, aber unfassbar selten. Oh boy! Und ich mache gerne mal Fehler. Die kann ich aber korrigieren. Und in dem Kontext ist es halt falsch zu sagen, ja gut, in Grid gehen die Autos halt immer quer, weil wir haben jetzt ein paar Beispiele gehabt, wo es nicht so war. 0,73 Sekunden. Oh boy. Irgendwas ist vorne kaputt. 0,73 Sekunden Rückstand, das ist ein gutes Omen. Und vielen Dank, Launbach! Haufen Fisch Primes da raus, merci, mein Lieber. Okay, David, dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch halb so schlimm. Jo, natürlich ist es halb so schlimm. Merci, Launbach, und viel Spaß mit den Dave-Mojis. Weil die Autos tendieren schon so ein bisschen dazu zu untersteuern, aber mich würde es jetzt halt interessieren, wie die Autos abschneiden, die in derselben Klasse wie der 350Z sind. Ist es nur der 350Z, der so unangenehm ist? Okay, jetzt gerade bin ich halt deutlich schneller als die KI, also so ein bisschen unausgeglichen scheint entweder das Fahrzeugverhalten zu sein, was ich unterschreiben würde, weil der 350Z ist unfahrbar, oder vielleicht ist es ja ein Driftauto. Who knows? Vielleicht muss ich den aber nochmal mit Grip-Kontrolle, Traktionskontrolle, whatever fahren. Oder der Schwierigkeitsgrad allgemein ist leicht unausgeglichen. Was sich natürlich mit einer Gummiband-KI wie bei Grid 2019 beheben lässt. Allerdings auf Kosten dessen, dass dann der Skill quasi nichts mehr wert ist im Singleplayer. Heißt, wenn ich komplett schlecht fahre, fühle ich mich nicht schlecht. Aber wenn ich auch mal ein ganz gutes Rennen habe oder ein richtig gutes, dann fühle ich mich auch nicht so richtig gut. Dies ist die letzte Runde. Oh. Konzentrier dich weiter. War noch nicht die letzte.
Und du kriegst ja halt schon deutlich früher, boah, Schäden an deinem Auto. Yo! Alter. Was mir durchaus gefällt, muss ich sagen. Weil beim neuen Grid, da kannst du die Axt im Walde sein und es gibt überhaupt kein Problem. Justin, kannst du mir da bitte eine Frage beantworten? Vielleicht weißt du das. Kann man bei Drive Club dieses komische Kamerawackeln abschalten? Denn ich habe das mal jetzt gespielt und muss sagen... vorne rechts das Rad, das ist ja echt hinüber. Ich habe das gespielt und muss sagen, mir wurde da wirklich kurzzeitig ein bisschen schlecht, als ich es gespielt habe, weil wenn du aus der Außenansicht dieses Kamerawackeln hast... Also, wie gesagt, bei mir hat es dafür gesorgt, dass es mir schlecht ging. Dass mir schlecht wurde. Also hey, im Mustang fühlt sich das Spiel super an. Sehr geil. Kann man nichts sagen. Und wir vergleichen hier gerade zwei Spiele. Gut gemacht, David. Gut gefahren. Das Geld hast du dir verdient. Danke, danke, danke. Wir vergleichen hier zwei Spiele, von denen eins 2007 erschienen ist und eins jetzt. Sven Hügel, 30 Stunden Grid 2019 gespielt und du bist durch. Das Spiel ist doch erst seit 3 oder 4 Tagen raus, um Himmels Willen. Warum? Warum hast du es jetzt schon durch? Krass. Ja, aber freut mich, dass du mit dem Spiel Spaß hast. Mir geht's leider nicht so. Die ersten 5? Okay. Okay, beim Start könnte man die Grip-Kontrolle gebrauchen. Alter, okay. Der geht quer. Zumindest in langsamen Kurven. In schnellen sieht es, glaube ich, okay aus. Das da vorne ist Shiro Aikawa. Ah. Okay. Dann machen wir kurz einen Rewind. Ach, es ist 2008. Okay, danke. Hatte 2007 im Kopf, aber danke für die Information, dass es von 2008 ist. Okay, wir vergleichen ein Spiel aus 2008. Macht es aber nur bedingt weniger schlimm für das neue Grid. Wir vergleichen gerade ein Spiel aus 2008 gegen ein Spiel aus 2019 und... Also, vor dir auf der Strecke war ein Unfall. Wie ich das... auch ein bisschen erwartet habe. Oh, schneidet das alte Spiel nicht so schlecht ab. Aber hat trotzdem seine Fehler. Gut, du bist auf Platz 6. Eine Sache gibt's aber auch noch zum Thema Rutschen. Sag ich gleich mal was zu. Alter! Genau im Windschatten. Jawoll! Fabian Damont ist zurzeit der Führende. Okay, danke Justin. Guck ich auf jeden Fall nach. Okay, nur noch eine Runde zu fahren. Oh, gute Besserung, Sven. Also wenn du mit Grid 2019 einen Spaß hattest, dann kann ich dir auch Grid Autosport empfehlen. Und anscheinend soll auch Grid 2 eine ähnliche Fahrphysik haben. Also wenn du gesagt hast, wenn du sagst, hey, die Fahrphysik fand ich nicht schlimm oder die hat mir sogar gut gefallen, kannst du da mal reinschauen. Wenn du ein fähiges Gerät hast, das das Spiel, das die Spiele abspielen kann. Okay, die Kiste untersteuert manchmal echt hart. Ein Punkt jetzt zum Rutschen. Oh Gott. Erstmal Rewind.
In diesem Grid rutschst du, wenn du zu viel Gas gibst. Ich teste es mal gleich mit Traktionskontrolle aus, also mit Grip-Unterstützung müsste oder irgendwie so eine Art müsste heißen. Oh, sorry, Mate. Alter, okay, krass. Ich habe Fabian Damor auch im Blick gehabt. Uff. Ja, okay, das sieht krass geskriptet aus. Der Punkt. Du bist knapp einem üblen Unfall entkommen. Das war eine tolle Leistung. Du bist Zweiter. Der Punkt ist folgender. Nee, die Musik finde ich anstrengend. Warte, wir gehen weiter. Die Menümusik ist cool. Der Punkt ist folgender. Wenn du hier übersteuerst, dann ist es meist das Resultat daraus, dass du ein bisschen zu früh Gas gibst. Manchmal ist es so, dass du halt in der Kurve auch so übersteuerst. Das hatten wir, glaube ich, im Porsche, wenn ich mich nicht täusche. Und auch im BMW vereinzelt. Wenn du aber im neuen Grid einlenkst, achtet mal drauf. Wenn ich hier einlenke, übersteuere ich nicht per se. Erst wenn ich in den meisten Fällen, wie gesagt, zu viel Gas gebe. Im neuen Grid ist es so, du übersteuerst dadurch, dass du lenkst. Oder wie stark du lenkst. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden Spielen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich bei Grid 2019 überhaupt kein Gefühl fürs Limit habe. Hier übersteuert das Auto oder rutscht das Auto, wenn du über dem Limit bist. Da rutscht das Auto im neuen Grid, wenn du das Limit erstmal ersuchen möchtest. Oh. Oh. Und hier testen wir das Auto mal mit etwas mehr Grip. So. Fahrhilfen, ich mache mir die Grip-Kontrolle rein. Die Reifen drehen weniger durch und haben eine bessere Kurvenhaftung. Weiß nicht, ob es einen allgemein schneller macht, aber ich mach's mal rein. Ist eh ein Arcade-Game. Da kann man ein bisschen kulanter sein, was die Fahrhilfen angeht. Heute fahren wir für das Team Auto Elite Racing. Du musst vor Illumination ins Ziel kommen, um den Bonus zu sichern. Mhm, okay. Königseck. Also Start ist schon mal deutlich leichter zumindest. Ey, mit... Lol, also mit Fahrhilfe. Entweder ist die Königseck ein unfassbar liebes Auto. Glaube ich nicht, weil das Ding hat über 800 PS, glaube ich. Weiß nicht, welcher CCX das ist. Ist es ein CCXR oder ein CCX einfach nur? Gute Leistung. Du bist jetzt auf Platz 5. Oder das Auto fährt sich jetzt wie auf Schienen. Ja, moin! Ja, diese Dynamikwechsel... Okay, ich bin nur 2 Sekunden von einem Platz auf dem Siegerpodest. Die Dynamikwechsel sind cool, aber kommen sehr plötzlich teilweise. Klingt teilweise halt so, als würde die Soundspur cutten und auf was ganz anderes switchen. Also so muss ich sagen, gefällt mir die Fahrphysik richtig gut. Das ist ein Arcade Racer, wo ich sagen würde, ey, wenn du so ein... Irgendein hat's gerade gedreht. Das ist David Tillotson. Hier würde ich halt sagen, wenn du ein krass anspruchsvolles iRacing-Rennen hast, das kannst du zum Runterkommen mit der Grip-Kontrolle zocken. Ohne Grip-Kontrolle... Genau im Windschatten. Schwieriger? Da würde ich vielleicht, oh Gott! Für Grid 2019 allgemein sagen, nö. Also das hier mit Grip-Kontrolle sehr angenehm. Okay, die Cockpit-Cam finde ich ein bisschen weird.
Da vorne ist irgendwas passiert. Der hat eine Motorhaube verloren oder so. Jo, wir spielen mit Controller. Jo, da ist ja jemand. Man merkt, der Königseck ist dezent stark auf dieser Strecke. Die Paganis hatten noch nicht so eine gute Chance. Die sind scheinbar in den Kurven ganz gut. Was ich hier sehe, gefällt mir. Du bist auf Platz 1. Schade. Das sah sehr gut aus bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Ticken zu weit rauskam. Ah, da habe ich durch das Downshiften ein bisschen Rutschen provozieren können. Oh, Getriebe und Motor gehen kaputt, wenn man die Motorbremse zu stark beansprucht. Das ist cool. Ich mach durch bis zum Qualifying oder Rennen? Weiß ich noch nicht. Moin, Gerde! Ich will jetzt nochmal eigentlich den 350Z testen. Ich fahr mal die Kategorie, wo der 350Z drunter fiel. Gut gemacht, David. Schöner Sieg. Und das Geld stimmt auch. Ja. Läuft. Was ist das denn? Odoran JE4. Geil. Ja, fahren wir hier nochmal. Drifter Ring. GP Drift Wettkämpfe werden in Form von K.O.-Turnieren ausgetragen. Alle Mitstreiter werden in Paare eingeteilt und müssen ihren jeweiligen Gegner punktemäßig in einem Rennen schlagen. Wer gewinnt, kommt in die nächste Turnierrunde. Die Punkte hängen von Winkel, Geschwindigkeit und Dauer der einzelnen Drifts ab. Große Winkel und hohe Geschwindigkeiten bringen auch mehr Punkte ein. Nach einem Drift steht dem Fahrer ein kleines Zeitfenster zur Verfügung, das er nutzen kann, um einen weiteren Drift einzuleiten. Durch das Aneinanderreihen mehrerer Drifts steigt die Combo. Je näher du bei deinen Drifts an die roten Fahnen herankommst, umso mehr Bonuspunkte kannst du dir holen. Pass aber auf, dass du nicht von der Strecke abkommst oder eine Kollision verursachst, da dir in diesem Fall alle gesammelten Punkte wieder abgezogen werden. Viel Glück! Das war zu einfach für dich. Erhöhe den Schwierigkeitsgrad, dann gib's mir an. Wow. Die super empathisch einfach direkt nach dem Dings. Keine Atempause, keine Pause für mich. Einfach direkt weiter. Leute. Hier geht's nur darum, den Wagen in den Kurven 4 zu stellen. Okay, testen wir mal. Ich sag gleich was. So. Machen wir erstmal. Bin gespannt, wie ich abschneide. Versuche mit deinem Drift so nahe wie möglich an die Fahne heranzukommen. Je näher du kommst, umso mehr Punkte erhältst du. Sono Choji da! Punto ga 20 bai になりました! Herrlich, dass man so ein Wort in einem Rennspiel mal liest.
Nani? Das D in Dave steht für Drift King. Ne, das D steht für Drift. Das K von Karapetian steht für King. Läuft! Ich sag mal so. Gute Arbeit, wir sind im Halbfinale. Ach so, okay. Ich find's geil, dass man hier mehr Modi hat. Ich war ja in Grid 2019. Warte. Ich war ja super irritiert, dass wir in Grid 2019 irgendwann Zeitrennen hatten. Hier hast du mehrere Modi. Zumindest jetzt mal zwei bis jetzt. Drei. Zeitrennen, Rennen. Multiclass-Rennen könnte man eigentlich auch als eins zählen, aber sagen wir mal Drift. Drei Rennklassen bis jetzt. Mehr als in Grid 2019. Nein! Läuft. Steigerung von ungefähr 100.000 Punkten, knapp drüber. Das ist gut. Das ist gut. Ich mache einem das Spiel gerade so schmackhaft. Das ist es ja. Weißt du, das ist es. Ich will das neue Grid ja auch spielen und sagen, Leute, das ist ein geiles Spiel. Ich empfehle es euch, hol's euch. Aber wenn das neue Grid nicht gut ist, dann kann ich auch schlecht sagen, ey Leute, holt's euch. Das ist das Finale. Nur du und er. Mann! Du kannst es. Für später, F-Man. Spiel das jetzt auch sehr gut. Viel Spaß. Danke, dass du mir das im Finale sagst und mir mitten in meinen Lauf quatscht. Ich finde das auch mit dem Kommentator super geil, weißt du? Aber der Punkt ist halt, wenn das neue Grid weniger Abwechslung hat als das alte und viele Sachen schwächer umsetzt, dann ist es halt schwierig. Die Fahnen bringen hier halt unfassbar viele Punkte. Die habe ich jetzt ein bisschen verpasst, alle. Nice. Das war gut. War ganz gut.
bin natürlich nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgraden unterwegs, aber ich glaube, ich habe jetzt auf Profi wiedergestellt. Das ist der zweithöchste Schwierigkeitsgrad. Und es lief trotzdem gut. 7500, eigenes Team. Und jetzt kommen wir zu einem Feature. Das ist geil. Tolle Arbeit. Jetzt sind wir im Geschäft. Als erstes musst du dir einen Namen für dein neues Team aussuchen, der uns zu internationalem Ansehen verhilft. Klingt nicht schlecht. Oh. Wir haben das Geld, das du als freier Fahrer verdient hast, in die Reparatur des Mustangs und die Registrierung des Teams gesteckt und sind deshalb wieder ziemlich knapp bei Kasse. Unsere Mechaniker haben den Mustang wieder voll auf Vordermann gebracht. Ja, Mann. Er ist jetzt einsatzbereit. Wir brauchen jetzt nur noch unsere Teamfarben. Wähle die Farben und Muster für unser Teamlogo aus. Wir bringen das Logo dann ab jetzt auf jeden neuen Wagen auf, den wir erwerben. Wir wollen dich und deinen Wagen zu einem Markennamen machen, der fette Sponsoren und die besten Fahrer als Teammitglieder zu uns lockt. Dann liegen wir im Rennen ums große Geld ganz vorn. Ja, Mann. Ich muss eigentlich sagen, ich bin großer Fan von Orange. Nehmen wir für das Spiel einfach Orange. Hab geguckt, ob es noch einen anderen Orangeton gibt. Gut, die Farben erkennst du halt nicht gut, dass das schwarz ist. Wer soll das denn bitte erkennen? Gut, das machen wir auch schwarz oder das machen wir einfach mal orange wieder. Zahl. Finde ich gut. So, mein Team. Willkommen auf dem Teamverwaltungsbildschirm. Hier kannst du Team. Ich dachte, ich muss es anwählen, aber nee. Auswählen, sowie dein Rennlogo einschließlich der Farben ändern. Wie nenne ich mein Rennteam, Alter? DG. Ach, nennen wir es mal Team DG. So, jetzt kommen wir mal zu anderen Punkten. Branding. Das ist das Farbending. In der Teambestenliste sind sämtliche Teams der Welt nach ihren Saisoneinnahmen aufgelistet. Ja. Je mehr man also eingenommen hat, umso weiter oben steht man. Zu den Saisoneinnahmen gehören Preisgelder, Zuwendungen durch Sponsoren und sämtliche Gewinne, die durch Teamkollegen eingefahren wurden. So, wisst ihr, was das Geile ist? Guckt mal, wie viele Teams es gibt. Du fährst nicht gegen die immer gleichen Teams, Fahrer und so weiter und so fort. Guck mal, wie viele Fahrer es gibt. Der Rang in der Fahrerbestenliste hängt vom weltweiten Ansehen ab. Die Liste enthält sämtliche Fahrer der Welt. Wer an die Spitze gelangen will, muss sich in den verschiedenen Regionen einen Namen machen, indem er Wettkämpfe besteht. 500 Fahrer. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Geh mal an die Spitze. Und du hast Leute wie Pedro Lamy. Der sagt mir jetzt was. Ich suche nach Namen, wo ich auf jeden Fall weiß, es sind reale Rennfahrer. Wo ist Tom Christensen? Da. Tom Christensen hast du dabei. Gut, Gunnar Christensen sagt mir nichts. Gut, zwei Leute. Das sind aber auf jeden Fall reale Fahrer. Heißt, du hast auch reale Fahrer hier drin. Was auch cool ist. Das ist auch cool. Aber das 500 Fahrer. Das Bestenlisten. Das ist... Du kannst die Fahrer für dein Team verpflichten. Das kann ich noch nicht, glaube ich. Aber du kannst... Du kannst die für dein Team verpflichten, die Fahrer. Du hast verschiedene Garagen. Du kannst dein Auto später auf eBay verkaufen. Dein Auto wird kostbarer, wenn du viele Erfolge darin feierst. Das sind einfach alles coole Features. Auf der Plattform ist die ganze Welt des professionellen Rennsports vertreten. Sie ist in drei Regionen unterteilt. Die Vereinigten Staaten, Japan und Europa. Wenn du einzelne Wettkämpfe bestehst, steigt dein Ansehen in der jeweiligen Region. Außerdem erhältst du neue Lizenzen. Je mehr du davon hast, umso mehr Wettkämpfe kannst du bestreiten. Und umso mehr Geld kannst du gewinnen. Ja, hier kann man sich natürlich überschreiten, ob das Menü so super übersichtlich ist. Aber... Guck mal, du siehst auch sowas wie, hey, du brauchst ein Auto ab 19.500, damit du hier mitfahren kannst. Ab 78.000, ab 48.000. Auch hier, coole Übersicht geboten. Du siehst direkt, welches Rennen kannst du fahren und welches nicht. Das siehst du sogar hier. Super cool. Super, super cool.
Hier, Profitogi, hier siehst du Drift-GP, kannst du mit 34.500 einsteigen. Geil. Ja. Genau, Emmanuel Pirro war auch dabei, Nelson Piquet war auch dabei. Super cool. Super cool. Du hast Fahrerangebote weiterhin. Wenn du keinen Bock hast, deinen Mustang zu fahren, dann kannst du halt mal sagen, ey, ich will diesen Ford Doran nochmal testen. Kannst du auch machen. Kannst du auch machen. Ist cool. Und jetzt würde ich halt als am allerliebsten nochmal den Nissan 350Z testen. Und gut, Fahrzeuge anzeigen hatten wir ja auch. Und Halleluja, gibt's viele verschiedene Autos, ey. Oh, das ist cool. So, wo konnte man das nochmal genau machen? Wahrscheinlich auch irgendwann in der Grid-Welt. Aber wahrscheinlich muss ich hier irgendwie drauf. Zack. Wenn du am Rennen teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Okay. Okay, aber da kann man die Autos ja schon mal sehen. Eine Sache interessiert mich nämlich, Profi-Togi. Beim Togi handelt es sich um ein Rennen 1 gegen 1. Ey, das werden die Leute auf... Beim Togi handelt es sich um ein Rennen 1 gegen 1 auf engen japanischen Bergstraßen. Die Togi-Profi-Wettkämpfe finden tagsüber auf gesperrten öffentlichen Straßen statt. Dabei werden 2 Rennen gefahren, 1 nach oben und 1 nach unten. Sieger ist, wer die 2 Teilstrecken am schnellsten absolviert. Bei Togi-Profi-Wettkämpfen sind Kollisionen mit dem Gegner streng untersagt. Der Verfolger muss immer dafür sorgen, dass er seinen Vordermann nicht berührt, weshalb bei Überholmanövern äußerste Vorsicht geboten ist. Okay. Ach ja. Das sind nur die beiden. Okay. Preis Driften Profi-Tuning. Vielleicht ist der da dabei. Bei Nissan Cup stand da. Ah ja, doch, da ist der 350Z natürlich dabei. Der hat immerhin 3 Punkte Grip. Hm, hat sich trotzdem nicht so geil angefühlt. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie der sich mit Dingens fährt. Wie der sich mit der Fahrhilfe jetzt fährt, die ich eingeschaltet habe. Das Ding ist, ich habe nicht nur einigen Leuten hier im Chat viel Spaß bereitet, glaube ich, und Geschmack wieder auf den Geschmack des Spiels gebracht, sondern auch mich selbst. Weil ich muss sagen, jetzt gerade finde ich, insbesondere mit der Fahrphysik, seit ich jetzt diese Fahrhilfe angeschaltet habe, fährt sich das richtig geil. Warte mal. Oh genau, die 24 Stunden von Le Mans kann man auch fahren. Würde ich zwar nicht überbewerten, weil ich halt sagen würde, hey, das fährt sich trotzdem sehr arcadig. Gut, dabei ist es natürlich trotzdem. Jetzt fahren wir nochmal den Nissan 350Z von Top Secret. Das fahre ich wirklich nur an, das Event. Bei Markus sehe ich das Kekwe jetzt wieder nicht. Okay, wie Love funktioniert. Die Straße ist nicht gesperrt. Oh. Guck, jetzt kannst du auch lenken. Und er bleibt verhältnismäßig stabil. Jo, stimmt. Gegenverkehr, hat er gerade gesagt. Ist gut. Fahrzeug fühlt sich wieder gut an. Es ist schön, dass hier die Fahrhilfen wirklich was bringen. Okay, also Leute. Wir ziehen uns aus dem Rennen zurück. Ich sag mal so, ich hab Bock auf das Game bekommen. Ich werde auf jeden Fall Grid weiter zocken. Wir werden es auf jeden Fall weiter im Stream zocken. Ich wollte ja eh jetzt einige Klassiker auch wieder zocken. Project Gotham Racing, Gran Turismo, die alten. Das alte Forza Horizon, das erste. Finde ich super. Forza Motorsport 3 ist bei mir auch ganz oben noch auf der Liste. Da wird auch schon gefragt, was steht nun an für alle Leute, die jetzt auf Twitch gucken. Wir fahren jetzt das nächste GT3-Rennen auf dem Nürburgring. Für alle Leute, die es auf YouTube gucken, gerne Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo raushauen, gerne eure Meinung in die Kommentare. Bitte ich jetzt auch gerne mal den Twitch-Chat, ihr Lieben. Und ansonsten für euch auf YouTube, wir sehen uns dann demnächst wieder mit Grid. Und ansonsten checkt gerne mal Twitch aus.